Schauen wir uns jetzt mal einige Beispiele aus der richtigen Java-Welt an für rekursive Funktionen. Anzahl an Ziffern einer Zahl ermitteln. Da schauen wir uns zunächst die iterative Lösung an. Ich habe hier also eine Funktion und möchte für eine übergebene Zahl deren Anzahl an Ziffern, also Länge, ermitteln. Wenn das die Zahl 0 ist, dann ist die Länge 1. Ansonsten wird Folgendes gemacht, dass fortlaufend die Zahl durch 10 dividiert wird. Das führt ja dazu, dass die letzte Stelle abgeschnitten wird. Und die Anzahl der Divisionen wird sich halt in Länge gemerkt. Das erfolgt so lange, bis irgendwann mal die Zahl 0 ist. Ja, und dann habe ich ja die Länge ermittelt und kann sie liefern. Rekursiv lässt sich das so formulieren. Falls diese Zahl, die hier übergeben wird, zwischen minus 9 und 9 liegt, dann ist die Länge 1. Ansonsten ist die Länge der Zahl, die entsteht, wenn ich die ursprüngliche Zahl durch 10 dividiere, also die Länge der um eine Ziffer abgeschnittene Zahl plus entsprechend diese eine abgeschnittene Ziffer.